Hallo Vicky, liebe Beraterinnen und Berater, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Tutorials, wie erstelle ich einen 360-Grad-Rundgang. Wir schließen damit an den ersten Teil, in dem es darum geht, wie mache ich die Fotos von meiner Musterwohnung, meiner Ausstellung oder meinem Beratungsstützpunkt. Und jetzt geht es darum, den 360-Grad-Rundgang anzulegen. Das machen wir in Marzipano. Zunächst ging es aber darum, dass ich die Fotos an mich selbst versende. Das haben wir über Swiss Transfer gemacht. Da bekommen Sie eine E-Mail, die schaut ähnlich wie dieses hier aus. Da können Sie drauf klicken, die Dateien herunterzuladen. Kommen dann auf so eine Webseite und lade einfach mal alle herunter. Jetzt bekomme ich eine ZIP-Datei, die kann ich entpacken. Da gehe ich auf Alle extrahieren, suche mal einen schönen Ordner aus und mache das hier auf dem Desktop in meinem VR-Ordner und extrahiere hier rein. Und die Bilder lade ich jetzt in Marzipano. Marzipano habe ich als Tool hier verlinkt. Klicke auf Start. Und jetzt muss ich aufpassen, ich habe zwei Ordner. Einmal den mit der ZIP-Datei. Wenn ich die Bilder hier versuche hochzuladen, kommt eine Fehlermeldung. Deswegen schließe ich den Ordner ganz schnell und nehme natürlich die entpackten Bilder. Ja. So, nehme die, ziehe sie auf dieses Fenster. Jetzt werden die Bilder gekachelt. Das sorgt dafür, dass sie später dann schneller geladen werden. Und während das Ganze lädt, gucke ich mit Ihnen jetzt noch mal kurz drauf, worum es eigentlich geht. Wir wollen möglichst viele Musterwohnungen und Beratungsstützpunkte virtuell zugänglich machen. Die sammeln wir alle an diesem Ort hier. Damit man einfach sagen kann, was haben die in Kempten, in Tübingen, in St. Gallen, in Stuttgart oder in Wernigerode gut gemacht. Sie können, das können Sie mit Wernigerode machen, ja, Sie können Wernigerode hier auf der Wiki-Plattform angucken. Sie können aber auch auf die Webseite von der Hochschule Harz gehen oder vom Innovativ-Altern-Projekt und können den Rundgang hier anschauen. Das ist das Ziel, das wir verfolgen, eben möglichst viele Wohnungen zugänglich zu machen, auch für Leute, die nicht reisen können oder nicht reisen wollen. So, meine Bilder sind inzwischen hier hochgeladen. Ich gucke jetzt auf mein Tutorial, was ich alles machen muss. Ich soll den Projekttitel ändern hin zu wie heißt das Ding, wo ist es und wann wurde das Foto gemacht. Das mache ich. Hier oben ist der Projekttitel. Syndec in St. Gallen. Und die Fotos sind vom 19.04.2022. Dann soll ich Auto-Rotate ausschalten, die Control-Buttons deaktiviert lassen und den Fullscreen-Button aktivieren. Das mache ich. Auto-Rotate. Damit verändere ich diese Bewegung. Das ist vor allem zum Erstellen des Rundgangs wichtig. In der Praxis merken wir, das kann ganz gut sein, den noch anzuschalten, kann man aber auch später verstellen. Die Kontrolltasten sind hier unten so Cursor-Tasten, wo wir gemerkt haben, die stören eher. Deswegen lassen wir sie weg. Und der Fullscreen-Button, das ist diese Taste, dass ich den Rundgang im Fullscreen angucken kann. Okay, das habe ich gemacht. Jetzt geht es darum, die Bilder zu optimieren oder die besten Bilder rauszusuchen. Ich habe jetzt hier jeweils zwei Fotos aus der Mitte raus fotografiert und aus der Ecke raus fotografiert. Eines ist in HDR fotografiert und das andere in normal. Ich erkenne jetzt hier keinen Unterschied. Das sollte ich eigentlich bei den Lichtern erkennen. Ich kann die initiale Ansicht auch mal hier drauf sehen, aus dem Fenster sollte ich auch merken, dass er einen höheren dynamischen Range hat. Wenn ich die Fotos aber vergleiche, erkenne ich hier keinen wesentlichen Unterschied. Deswegen lösche ich einfach eines raus. Ich brauche keine faktisch doppelten Fotos. Das gleiche kann ich hier unten auch machen. Auch da setze ich die initiale Ansicht auf den Raum. Erkenne für mich keinen wirklichen Unterschied und lösche einfach ein Foto. Jetzt habe ich einen Rundgang bestehend aus zwei Räumen oder zwei Fotos. Mehr habe ich hier einfach nicht gemacht. Die benenne ich um und sage, das hier
ist das Wohnzimmer aus zentral. Und dann ist das hier entsprechend Wohnzimmer aus der Ecke. Kann ich auch richtig schreiben. Die Fotos habe ich jetzt, kann ich mir überlegen, in welcher Reihenfolge möchte ich das sehen, wenn ich reinkomme. Also möchte ich vielleicht zuerst die Gesamtansicht sehen, dann ziehe ich das Foto einfach nach oben. Schau, dass ich die Ansicht noch richtig habe. Hier habe ich so einen kleinen Bild-Stitching-Fehler und den Fernseher möchte ich nicht so präsent haben. Vielleicht gestalte ich es dann einfach so und setze das als die initiale Ansicht. Und hier möchte ich diesen Videokram nicht als zentrale Ansicht haben. Da setze ich das hier als die initiale Ansicht. So. Dann gucke ich nochmal auf den Rundgang. Ich habe die Bilder optimiert. Ich habe die Reihenfolge gerade eben schon angepasst. Jetzt geht es darum, den Rundgang zu exportieren. Davor mache ich noch zwei Link-Hotspots rein. Link-Hotspots sind Sprungmarken, wie wir sie auch hier oben hatten, dass ich eben ins Bad wechseln kann zum Beispiel. Da drücke ich auf diese Taste, diese Hotspots, die werden immer genau in der Mitte des Bildschirms angezeigt, die kann ich hinterher verschieben. Mit diesem Punkt komme ich dann zu diesem Hotspot hin, muss ich natürlich erst auswählen. So, dann bin ich in diesem Hotspot, möchte aber wieder zurück und schauen wir das nochmal an. Ich könnte den Pfeil drehen, wenn man mal um die Ecke gehen muss, dann kann sowas hilfreich sein. Ich kann löschen und kann ihn bearbeiten im Sinne von, ich suche einen anderen Raum aus. Hier habe ich nur die Auswahl zwischen den Räumen, die ich auch als Foto hinterlegt habe. So, noch einmal drehen. Dann gehe ich in die Ecke und setze noch hier einen Hotspot auf die Mitte des Raumes, wo die Kamera ungefähr steht. Kann da jetzt auch direkt hinhüpfen, den Pfeil lasse ich so. Na, muss natürlich noch auswählen. So, und bin jetzt da, wo ich bin. Habe den Rundgang fertig, den kann ich jetzt exportieren. Er lädt mir hier eine ZIP-Datei, das ist in Ordnung so für mich. Die kann ich öffnen und extrahieren, lasse ich jetzt einfach in diesem Download-Verzeichnis drin. So, und wenn ich diese Dateien habe, dann kann ich das Ganze anzeigen lassen. Jetzt nicht erschrecken, es funktioniert jetzt erstmal nicht. Das liegt an Sicherheitseinstellungen vom Browser. Was Sie strukturell haben, Sie merken, hier können Sie zum Wohnzimmer nach zentral gehen und hier drüben müsste dann die Ecke sein, wo ich wieder zurückgehe. Ich habe die Räume richtig benannt. Ich kann das Ganze in den Vollbild machen und ich kann es automatisch rotieren lassen. Das ist wunderbar. Dass es nicht geht, liegt wie gesagt an der Grafik GL. Das haben die Browser irgendwann lokal gesperrt. Zu früheren Zeiten ging das. Das ist kein Problem von Marzipano, sondern die Sicherheitseinstellung auf dem lokalen Browser. Wenn Sie diese ganzen Dateien einfach auf Ihre WordPress-Webseite hochladen oder wie Sie auf Wiki hochladen, dann haben Sie das aber sichtbar und können es einbetten. Diese Datei sende ich jetzt an Wiki und gerne auch an meinen File-Hoster. Da kann ich nochmal zurückgehen, die Datei öffnen. Die ZIP-Datei ist im Download-Verzeichnis. Ups. Das ist die hier. So. Sende die an die info@wiki.de. Es kommt von Josef Huber und das ist der Rundgang SimDeck in St. Gallen vom 19.04.2022. Dann können wir das auch richtig einbetten und wenn Sie uns das zusenden, dann gehen wir erstmal davon aus, wir können arbeiten, das Ganze hochstellen. Falls sich dann Probleme ergeben, dann nehmen Sie gerne nochmal Kontakt zu uns auf, dann lassen wir das Ganze. Sie haben jetzt eine Mail gekriegt, dass der auch bei Ihnen angekommen ist und können den da den Link dann auch an Ihre IT-Abteilung weiterleiten oder wie auch immer Sie das möchten. Ja, nochmal zu den Rundgängen. Sie haben mit der Möglichkeit, die Sie jetzt hier kriegen oder mit diesem
Kit, was wir versenden, die Möglichkeit, eben in den Rundgang reinzugucken, haben da ihre selbstgesetzten Infopunkte und aber keine Verlinkungen. Die Verlinkungen, die können Sie auf Ihre Webseite einbinden und können damit alles nutzen, was eben auf Wiki hinterlegt ist zu irgendeinem Thema, was uns die gemeinsame Weiterentwicklung von Rundgängen und von Informationen in der Beratung einfach erleichtert und ermöglicht. Falls Sie da Interesse haben, lassen Sie uns gerne in den Kontakt treten. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass wir verschiedene Räume angucken können. Wie machen andere ihre Räume? Was haben die da ausgestellt? Und vielleicht auch mal mit einer Beratungskundschaft gemeinsam solche Räume anzugucken, einfach um plastisch zu sehen, was macht Technik. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche viel Freude beim Umsetzen und verbleibe wie immer, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.